Freunde, herzlich willkommen in meine Italienkas Küche. Heute backe ich Kokosplätzchen, so ein Kokos-Eckenplätzchen. Aber ganz ehrlich, dieses Rezept kann man auch einfach als Kokoskuchen backen und schneiden wie den Kuchen einfach so in Stücke. Es ist ein schöner, saftiger Kokosbelag und ganz dünne Schicht von dem Teig unten. Wirklich sehr, sehr lecker. Schaut ihr, wie so aussieht. Richtig schön dünn. Und wenn man als Kuchen backt, kann man dann etwas dicker den Teig lassen und so servieren als Kuchen. Schaut ihr. Und jetzt mache ich Probe. Wer Kokos mag, dem wird dieses Rezept wirklich sehr, sehr gefallen. Richtig lecker. Ich habe nicht viel Zucker reingemacht, ob in Teig oder in Belag. Und durch diese Bitter-Orange-Marmelade gibt es so einen Nachgeschmack, die Löwenzahn-Gelee, dazwischen wirklich sehr leckere Plätzchen geworden. Die sind nicht richtig hart. Diese knusprige oben das Kruste von dem Kokos, weiche Teig, weiche saftige Füllung, richtig lecker. Und so richtig so frisch zu essen, einfach perfekt. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Plätzchen gebacken haben, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Es ist wirklich nicht kompliziert. Für den Teig brauchen wir Mehl, Backpulver. Die alle Zutaten, liebe Freunde, sind unten in die Beschreibung. Lesen Sie bitte danach. Sieben wir das durch. Sieben ist sehr wichtig. Oft ist das von dem Backpulver werden die so eine Krümelchen. Und wenn er das nicht siebt, das kann passieren, dass beim Rühren wird der Teig nicht komplett aufgelöst und dann habt ihr beim Kuchenessen auf einmal so eine weiße Punkte und wenn er drauf beißt, dann ist es so, naja, schmeckt nicht besonders gut. Das ist dem Backpulver. Deswegen mit dem Mehl immer durchsieben. Geben wir dann Zucker, Prise Salz, Vanillinzucker oder ein Päckchen oder wenn er selber macht, dann ein Teelöffelchen, weiche Butter und ein Ei. Und aus diesen Zutaten machen wir rasch ein Teig. Jetzt kann man mit der Knete hacken, das machen oder mit der Hand. Nehme ein bisschen Mehl auf die Hand, dass ich alles abreiben kann von meiner Hand. Und dann machen wir alle so zusammen zu einer Kugel. Jetzt kann man den Teig in den Kühlschrank legen, so für eine halbe Stunde, dass er besser zum Ausrollen ist, wenn er zu toll klebt. Dann nehme ich einfach zwei Backpapier. Ich habe auf meinen Blech gelegt und auch ein bisschen so angedeutet, wo die Ende ist von meinem Blech und gebe bisschen Mehl dazu. Erstmal bisschen Mehl, den Hahn drücke ich so aus. Dann noch bisschen Mehl und lege den zweiten Stück Papier und rolle das alles aus. Dann klebe den Teig nicht an den Nudelholz und dann können wir es auch schneller ausrollen und glatt ausrollen. Der Teig soll ziemlich dünn sein. Eventuell, wenn es zu toll rutscht, Papier auf dem Tisch und euch ist unbequem, ist das alles, könnt ihr unten auf eurer Platte ein bisschen Wasser beträufeln. Dann bleibt das Papier still und rutscht nicht hin und her. So, das reicht erstmal. Geben wir jetzt auf den Blech drauf und ziehen das oberste Papier ab. Hier am Rand ein bisschen mit der Hand helfen. Fertig. Ist es glatt. Und jetzt können wir ein bisschen so rechteckig machen, damit wir einfach mit unserer Backpalette auf eine Seite ein bisschen abschneiden und in die andere dran kleben, dass wir ein bisschen so quadratisch bekommen.
Es ist einfach nur Schönheitskorrektur. So sieht jetzt aus unser Teig. So, einigermaßen habe ich ein bisschen noch korrigiert. Und jetzt brauchen wir unseren Teig mit irgendwelchen hellen Marmeladen oder Gelee bestreichen. Es zu Kokos passt sehr gut Aprikosen. Ich habe aber aufgemacht schon die Bitter-Orange. Und die werde ich jetzt mischen mit meinem Löwenzahn-Gelee. Mache mir so eine Mischung und bestreiche den Teig. So, dann nehme ich erstmal ungefähr 2 Esslöffel von Gelee, von Löwenzahngelee, und dann auch genauso 2-3 Esslöffel von den Orangenkonfitüre und rühre erstmal glatt. Das kann man kurz in Mikrowelle stellen, dass es etwas warm wird und dann ist das besser zum Rühren. So, mit glatt gerührter Marmelade werden wir jetzt unseren Teig bestreichen. So, haben wir jetzt bestrichen, stellen wir unser Blech an die Seite und werden wir erstmal einen Belag, einen Kokosbelag zubereiten. Für den Kokosbelag brauchen wir Butter, geben wir gleich ins Töpfchen, Zucker. Mit Zucker könnt ihr variieren. Wenn ihr wollt ihn nicht zu süß haben, könnt ihr weniger nehmen. Wenn ihr wollt die Süße haben, dann nehmt ihr es mehr. Ich habe so eine mittlere Stufe für mich gefunden. Dann 1 Teelöffel Vanillinzucker und ungefähr so 2 Esslöffel Wasser. Die Töpfchen stellen wir jetzt auf den Herd und lassen wir das alles schön schmelzen. Und wenn es alles geschmolzen ist, geben wir ein Päckchen Kokosraspel rein. Lassen wir Butter mit Zucker nicht so auf ganz höhere Stufe erhitzen, sondern etwas langsamer, dass der Zucker schafft, sich auch auflösen. Und in dieser Zeit können wir auch schon unseren Backofen auf 180 Grad zum Vorheizen anmachen. Schaut, jetzt sogar schon köchelt. Schaut, es ist kein Zucker vorhanden, alles schön aufgelöst. Und jetzt machen wir die Kokosflocken rein. Wir müssen die Kokosflocken nur unterrühren und dann können wir schon vom Herd runternehmen. So, Herd aus. Das muss nicht gekocht werden. Es wird im Backofen gebacken. So haben wir so eine Kokosstreuselmasse. Und die verteilen wir auf unsere Kuchen. So, die Kokosmasse. Jetzt verteilen wir gleichmäßig auf den Teig. So, haben wir jetzt verteilt. Richtig schön, dass auch am Rand alles da ist, dass der Teig so nicht nackig ist und verbrennt. Und werden wir es ausbacken ungefähr so zwischen 20 und 30 Minuten. Bei jedem wird es unterschiedlich sein, weil jeder hat anderes Backofen. Ihr müsst aufpassen, dass es nicht schwarz wird, sonst ungefähr so zwischen 20 und 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. So, meine Lieben, es sind jetzt nur 17 Minuten vergangen. Und schaut, wie schön sieht unsere Kuchen aus. Er ist schon hier angeröstet, der Teig ist schon goldig, dann reicht es schon. Jetzt werde ich den Teig ganz vorsichtig auf den Gitter rüberziehen zum etwas abkühlen und dass er da unten nicht schwitzt. Lasse vielleicht nur so 5 Minuten abkühlen, bevor ich es in die Stücke schneide. So, es sind ungefähr so 6 Minuten vergangen und ich versuche es mal ein Stückchen abzuschneiden. Ob das ist genug Zeit oder doch muss man ein bisschen länger warten, weil die Füllung ist natürlich ist noch heiß. Ich nehme einfach meine Backpalette, diese Mittagbackpalette und drücke einfach so durch und dann auch so Quadrate. So, und dann können wir mal schauen, wie so alles aussieht. Schaut, ein sehr dünner Teig, schön Belag, sieht toll aus. Und unten, schaut, ist auch schön
goldig. Den wir auf den Teller geben. Und so eine Quadrate, wenn ihr wollt, nicht unbedingt, dass so groß wird, kann man auch so schräg schneiden. Aber dann würde ich vielleicht Quadrate etwas größer machen. Und wenn es richtig wird, abgekühlt, dann halten die auch seine Form. Schaut, schön klein, zwei Bisse und ist ja schon im Mund. Okay, liebe Freunde, ich werde die erstmal alle vorschneiden und euch wünsche viel Spaß beim Nachbacken. Eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder Freunden wünsche ich euch auch. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!